Herzlich willkommen zurück zu King's Quest 1. Im letzten Video wurden wir hier von dem großen Vogel über den Fluss getragen und stehen jetzt hier vor so einem Pilz. Und ich würde sagen, den schauen wir uns mal genauer an. Warum funktioniert es nicht? Ah, jetzt, gut. Dieser Pilz ist groß und aromatisch. Wir pflücken ihn mal. Habe ich mich vertippt? Okay. Du greifst nach unten und pflückst den fetten Pilz. So, und den haben wir jetzt natürlich im Inventar. Schauen wir uns mal genauer an. Das ist ein großer, grauer Pilz. Also der sah für mich eben eher rot gepunktet aus. Mehr so wie ein Fliegenpilz oder so. Aber ist okay. Und wir werden den jetzt mal essen. Bevor wir das aber machen, speichere ich ab. Und dann essen wir den. Sobald du den ersten Bissen runtergeschluckt hast, hast du dieses merkwürdige, schrumpfende Gefühl, es ist wahr, du bist jetzt nicht größer als eine Maus. Und tatsächlich, Sir Cram ist winzig. Sieht lustig aus. Du hast ein dehnendes Gefühl, oh, du bist zurück in deiner Originalgröße. Sehr schön, also der Pilz lässt uns schrumpfen und wir werden den noch brauchen, deshalb werden wir neu laden und behalten den Pilz in unserem Inventar, den magischen Pilz. Und hier im Boden seht ihr ein Loch und da schauen wir mal runter. In den Tiefen des großen Loches scheinst du einen blassen grünen Schein zu spüren. Und ja, wir müssen ja unter die Erde, wie ihr wisst, wir müssen ja noch die Zwerge finden. Und deshalb werden wir uns einfach mal in dieses Loch stürzen. Otsch. Und auch hier sind wir nicht gestorben, wie bei dem Adler und bei der Hexe, als die uns immer in ihren Käfig fallen gelassen hat. Das sind noch so die anderen Stellen, wo er also nicht stirbt, wenn er irgendwo runterfällt. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn er hier sterben würde, wenn ihn der Adler da runterschmeißt. Und wir folgen jetzt einfach mal hier diesem Gang und schauen mal, wo wir da rauskommen. Eine Ratte! Schauen wir mal. Es ist eine große Ratte mit triefenden Zähnen und schmalen, gierigen Augen. Wir können uns ihr ja mal nähern. Vorher werde ich aber speichern. Und dann laufen wir mal ran. Sei vorsichtig in der Nähe dieser Ratte das nächste Mal. Sie ist gefährlich. Und wir sind tot. Okay, so kommen wir schon mal nicht vorbei. Wir wollen ja durch die Tür da hinten. Deshalb müssen wir mal neu laden und uns was anderes überlegen. Ich würde sagen, wir sprechen sie mal an. Die Ratte sagt, Schätze, Schätze, gib mir Schätze oder nicht durch die Tür, gib mir Schätze, jetzt! Okay, sie will Schätze. Wir könnten jetzt also wieder alles Mögliche, was wir hier haben, anbieten. Die goldene Walnuss, das goldene Ei, jetzt auch noch die Diamanten in unserem Beutel. Aber dann verlieren wir die ja und kriegen Punktabzug. Aber wir haben ja auch im Haus der Hexe den Käse gefunden. Und der dürfte uns doch hier behilflich sein. Deshalb werden wir der Ratte einfach den Käse geben. So, gehen wir mal ran. Die Ratte geifert nach dem Käse und schnappt ihn sich von deiner Hand. Du möchtest vielleicht deinen Finger zählen. Die Ratte klettert auf die Wand und scheint auf magische Weise mit ihr zu verschmelzen. Und weg ist die Ratte und der Weg ist frei. Okay, dann können wir ja hier jetzt die Tür öffnen. Die Tür schwingt langsam auf. Die Leprechauns, also die irischen Kobolde,
verehren die Power des vierblättrigen Kleeblattes und unter seinem Schutz werden sie dich absolut allein lassen. Das heißt, wir können uns jetzt hier frei bewegen in deren Höhle. Wenn wir das Kleeblatt nicht hätten, würden die versuchen, uns immer hier aus der Tür zu schieben wieder, sodass wir kaum eine Chance haben, nach unten zu gelangen, wo es weitergehen würde. Da wollen wir hin. Und so haben wir also jetzt hier die Möglichkeit, uns frei zu bewegen. Aber wir können jetzt noch was zusätzlich machen, wo wir auch noch mehr Punkte für bekommen. Und deshalb spielen wir jetzt auf der Geige. Ja, Leprechauns lieben Geigenmusik. Hast du jemals so einen wahnsinnigen Tanz gesehen? Nee, ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, total in die Musik vertieft tanzen sie direkt aus der Tür, aus dem Raum raus. Und weg sind sie. Und wir haben jetzt also freie Bahn. Theoretisch kann man also nur mit der Geige hier auch schon alles freiräumen. Aber durch das vierblättrige Kleeblatt verschafft man sich da ein bisschen Zeit. Und dann können wir mal hier runterlaufen. Nachdem sein Volk weggetanzt ist, realisiert der König der Kobolde, dass er sie am besten leiten kann, wenn er ihnen folgt. Und deshalb ja, verlässt er hier die Höhle, vergisst aber sein wunderschönes Zepter. Und tschüss. Wenn wir jetzt nur das vierblättrige Kleeblatt gehabt hätten, wir hier noch alles voller Kobolde. Und der König wäre so auch noch da. Und so haben wir also die Möglichkeit, auch sein Zepter mitzunehmen. Denn warum wir eigentlich da sind, ist ja das hier. Das ist nämlich der magische Schild. Wo sich mir jetzt aber die Frage auftut, ist, in der Vorgeschichte war es ja ein Zwerg und für mich sind aber Leprechauns, das sind ja irische Kobolde, nicht dasselbe wie ein Zwerg. Und ich habe mich jetzt aber gerade gefragt, ob vielleicht der König der Zwerg war. Könnte durchaus sein, dass er sich also dann mit dem Schild zum König der Kobolde ernannt hat. Oder der Zwerg war einfach so doof und hat sich von den Kobolden das Schild abnehmen lassen. Aber das soll jetzt mal nicht unsere Sorge sein. Wir packen jetzt natürlich hier das ganze Zeug ein. Schauen uns das aber vorher an. Das Zepter ist aus Gold und Silber und mit Smaragden betont. Und wir nehmen es natürlich mit. Eifrig hebst du das Zepter auf. Und jetzt können wir es uns nochmal anschauen. Die Eleganz des Zepters ist unbegreiflich. So, und dann nehmen wir natürlich hier noch den Schild mit, wegen dem wir eigentlich gekommen sind. Schauen wir uns natürlich vorher auch den Schild nochmal an. Er ist gemacht aus Titanium und mit Juwelen umrandet. So, den nehmen wir natürlich mit. Du nimmst den magischen Schild und packst ihn vorsichtig in deine Tasche. So, und jetzt schauen wir uns den natürlich nochmal genauer an. So. Ja, es ist aus Titanium gemacht und mit Smaragden besetzt. Das war das Schild. Damit haben wir schon den zweiten Schatz von Daventry gefunden. Fehlt nur noch einer und wir nähern uns damit auch so langsam dem Ende des Spiels, muss ich sagen. So, wir müssen jetzt aber erstmal wieder hier aus der Höhle verschwinden. Und ihr seht hier ein kleines Loch, durch das wir jetzt natürlich durch wollen. Und dafür brauchen wir unseren Magic Mushroom, mit dem wir jetzt gleich schrumpfen werden. Also essen wir den mal. Wenn man den Pilz nicht einpackt und in das Loch stürzt, dann ist das eine Sackgasse. Man kommt hier nicht wieder raus. Wenn man den Pilz nicht hat, dann ist es vorbei. Dann kann man wieder, muss man halt wieder irgendwas laden oder vielleicht sogar neu anfangen, je nachdem. Wir schrumpfen und können jetzt hier durchlaufen. Und jetzt wachsen wir wieder. Wunderbar, damit haben wir die Höhle der Kobolde verlassen. Und die sind jetzt auch irgendwohin verschwunden, wohin auch immer. Und wo laufen wir jetzt hin? Wir laufen mal hier weiter. Und schauen mal, dass wir jetzt an die richtige Stelle kommen. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch. So, hier schon mal. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das Hexenhaus war hier.
Wunderbar. Ich wollte eigentlich nur hier durchschwimmen. So. Auf die andere Seite. Und hier sind wir auch schon an der richtigen Stelle. Können wir uns mal hier die Blumen anschauen. Ja, was für ein wunderschönes Bett mit wilden Blumen. Können wir die pflücken? Ja, es wäre eine Schande, diese lieblichen wilden Blumen zu pflücken. Also lassen wir die da. Was wir jetzt aber hier wollen, ist unsere magische Bohne pflanzen. Im Übrigen ist es so, wenn man den Namen nicht richtig erraten hätte, dann wäre das Spiel nicht vorbei gewesen. Dann hätte man einen Schlüssel bekommen. Und ich denke, ihr erinnert euch noch, es war das zweite Video, glaube ich. Dort haben wir eine verschlossene Tür gehabt und mit dem Schlüssel hätte man die dann öffnen können. Das wäre also dann immer noch lösbar gewesen, das Ganze. Wir haben ja aber den Namen erraten, haben deshalb die magischen Bohnen bekommen und pflanzen die jetzt hier auch an. Aus den Bohnen sprießen sofort Wurzeln, die tief in den fruchtbaren Boden reichen. Die Blätter entfalten sich in dem warmen Sonnenlicht. Ein Beben kann gespürt werden und eine mächtige Bohnenstange streckt sich bis in den Himmel. Und da ist sie. Und das ist jetzt wirklich, finde ich, einer der schwierigsten Parts hier im Spiel. Wir müssen nämlich da hochklettern. Und das erfordert eine ganze Menge von Koordination, weil es dort dann viele Stellen gibt, wo Sir Cram abstürzt und das führt natürlich zum Tod. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich speichere aber vorher ab, genau. So. Und dann probieren wir mal da hoch zu klettern. Allerdings werde ich das Ganze jetzt hier hinten runterstellen auf Slow, weil ansonsten hat man eigentlich kaum eine Chance. So, das erste geht noch. Okay, er kriecht jetzt da wirklich langsam hoch, aber... Ja. Otsch. So viel dazu. Okay. Dann muss ich ihn hier einfach nur hochklettern lassen, oder wie war das? So, müssen wir mal sehen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, hier hochzuklettern. So, jetzt haben wir schon den ersten Schritt geschafft, deshalb speichere ich dann direkt wieder ab, damit wir dann nicht immer wieder von unten loslegen müssen. Das kostet alles Zeit. Und wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Ich muss das erstmal austesten alles. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht kommen wir hier sogar schon so hoch. Nein, leider nicht. Mit einer falschen Bewegung fällst du verwirrt auf den Boden. Und da fällt er und fällt. Und sogar das Fallen läuft langsam ab. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt tot sind. Mal schauen. Wenn er denn mal unten ankommt. Zeitlupe. Ja. Wir sind tot. Und es dauert so länger, ehe der Text kommt. Und wir haben wieder einen neuen Text hier bekommen. Ja, wir von Sierra wollen dir danken, dass du dass du King's Quest gespielt hast. Und wir sind erfreut bei deinem Punktestand und hoffen, dass du das Spiel genossen hast. Ja, wir laden jetzt und kraxeln jetzt hier weiter. Okay, dann müssen wir mal sehen. Das war schon falsch. Und ich habe wirklich nur einmal kurz in diese Richtung gedrückt. Okay, wir laden jetzt sofort neu. Aber bevor es dann hier... Nee, ich möchte nicht speichern. Oh mein Gott, beinahe hätte ich gespeichert. Bevor wir jetzt aber hier an dieser Stelle weitermachen, ein kleiner Schnitt, Zeit ist nämlich um. Also bis dann. Tschüss!